einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde zur Vernunfthaftigkeit oder auch nicht. Heute gibt es wieder feinstes Zeugs aus dem Internet. Natürlich Fitness. Heute geht's über Transgender. Heute geht's über, ich weiß gar nicht, wir haben so viele Themen. Und Lehrer lieben ihre Kinder und haben Sex mit denen. Was gibt's denn noch Schönes? Es gibt so viele Themen. Pascal Su ist auch natürlich mit dabei, unser kleines, wunderschönes Täubchen. Aber bevor es rein losgeht. Ah ja, CBD. Ja, ist, glaube ich, der Aufhänger. Darum geht's auch. Voll vergessen über CBD-Verbot. Aber das kommt ein bisschen weiter hinten in die Show. Ihr wisst doch, Watchtime und so. Deswegen gehen wir erstmal schön rein. Kleiden erstmal schön rein in die TikToks. Und danach widmen wir uns natürlich unseren Themen. Ah ja, kommentiert, abonniert. Lasst ganz viel Geld da, damit ich irgendwo was spenden kann, was ich nicht spende. Und damit ich mir endlich meinen Maserati leisten kann. Ja. Das wäre schön. So, und wir gehen direkt mal rein, wie es auch in der Arbeitswelt läuft. Das schauen wir uns mal an. Ich habe so den ein oder anderen, Sie arbeiten jetzt schon ein Jahr bei uns. Vielleicht seht ihr da auch den ein oder anderen. Oder entdeckt euch selbst, oh, mit dem Finger immer auf andere Leute zeigen. Da haben wir Bock drauf und deswegen gehen wir jetzt da rein. Sie arbeiten jetzt schon ein Jahr bei uns. Was denken Sie, wie ist Ihre Arbeit bisher? Also ganz einfach mal ein Jahr hier locker 7 Monate auf der Toilette verbracht. Bezahlkaffee ist das Beste. Das war nicht, was ich gemeint habe. Wahrscheinlich schon so 4 Millionen Tassen Kaffee getrunken. Das kostet der Firma wahrscheinlich das 8-fache von meinem Gehalt nochmal obendrauf. Ich rede die ganze Zeit mit Kollegen, einfach nur, weil mir langweilig ist und dann können die auch nicht arbeiten. Auch für die ganze Zeit in Meetings, weil es halt hart chillig ist. Und so lange kann mir halt niemand eine Aufgabe geben zum richtigen Arbeiten. Ich habe extra das Büro in der Ecke, damit niemand meinen Bildschirm sieht. Ich habe an einem Tag habe ich die ganze Trilogie Herr der Ringe geschaut und dafür sogar bezahlt. Alte Überstunden genommen, weil die gehen halt echt richtig lang. Was? Ich habe so einen Sunny-Raum, da mache ich jeden Tag einen Nap drin. Und einmal habe ich einfach aus Versehen 9 Stunden durchgepennt, habe dann auch bezahlte Überstunden genommen. Ich habe mich echt so lang beschwert, dass ich so viel zu tun habe, dass die dann echt jemanden eingestellt haben, der einfach meine Arbeit jetzt abnimmt, weil ich halt nicht so viel. Stopp, Sie wollen damit sagen, Sie arbeiten nichts, lenken alle Kollegen ab und kosten der Firma noch richtig viel Geld in Kaffee. Genau, ja, so kann man sagen. Also, damit sind Sie ziemlich oberer Durchschnitt bei uns. Wird Zeit für eine Beförderung. Sie arbeiten jetzt schon, ja. Naja, Shoutouts an Fabi Rommel von TikTok. Hab ich ein bisschen schon drüber gelacht und geschmunzelt und einiges wiedererkannt. Ja, ihr kleinen Frauenschweine, so läuft die Welt halt da draußen. Und wie es noch so läuft, schauen wir uns einfach mal an, denn Frauen laufen ja auch aus, hätte ich fast gesagt. Oh mein Gott, wie komme ich denn da noch raus? Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Was machst du hier? Okay, hat ja wunderbar funktioniert. Wir gehen rein ins TikTok. Lecken Finger an, ich lutsch da stundenlang, ist alles cool. Der darf mich schlagen auf den Arsch, ins Gesicht. Der kann mich anspucken, würgen. Von mir aus kann ich auch ohnmächtig werden. Der kann mich auch anpissen, wenn er will. Geil. Der kann auch im Vorfeld 3 Liter Wasser trinken und dann schlucke ich das auch. Ich schaffe es einfach. Kann mich schon. Genau, das habe ich auch gedacht. Also wunderschöne TikToks wieder selbst rausgesucht. Mal Klopf auf das Holz, auf die Schulter, würde ich da stark behaupten. Und wir gehen jetzt rein in heikle Themen. Wie ihr mich erkennt, bin ich ja niemand, der irgendwelche Sachen Ach komm, scheiß, wir verhauen ja heute alles. Und zwar ging es das ganz kurz, weil ich muss ja wieder, ich habe heute 2 schöne Vergleiche, dass man die Welt doch nicht so ernst nehmen sollte, weil sonst ernst dich nimmt oder wie ihr das auch immer so heiß oder ausgesprochen wird. Hier geht's nämlich um ganz kurz KuchenTV, der wurde beleidigt, der wurde als Bastard. Okay, Bastard finde ich, ist schon eine Beleidigung. Ist schon eine harte Beleidigung, du Bastard. Es ist nicht so wie du, ey, Homo. Homo ist ein bisschen, aber da ging's ja noch darum, schwul. Findet ihr, wenn man jemand sagt, ey, du schwule Sau, na gut, schwul, ach, das ist schon wieder, ey, du bist doch schwul, findet ihr, das ist eine Beleidigung? Oder ey, Schwuli, Schwuchtel, komm mal rüber. Ist das eine Beleidigung? Ich finde es jetzt nicht als Beleidigung, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ey, Schwuchtel, ich kann da drüber stehen, ist mir egal, ich habe da auch nichts gegen diese Gruppe. Was heißt Gruppe? Es ist ja total normal, schwul zu sein. Kleinen Videoschnipsel ist alles andere als lustig und verklagte ABK auf Unterlassung. Der soll dieses Video nicht verbreiten, indem er als schwul und Bastard bezeichnet wird. Landgericht Köln hat gesagt, Bastard ist eine Beleidigung, ja. Das muss unterlassen werden. Schwul ist keine Beleidigung, schwul ist eine Meinungsäußerung, wenn jemand meint. Also wenn ich jetzt meine, dass irgendjemand schwul ist, ist das total okay. Also gehen wir jetzt nachher auf irgendeinen Kanal und sagen, ey, also das ist schon irgendwie schwul.
Also es ist ja keine Abwehr. Ach, das versteht auch gar keiner. Wir gucken mal rein, hier Definition zu Schwulsein, was das umgangssprachlich auch Eigenbezeichnung, blabla, Gebrauch hier laut Duden. Ich lasse es mal von meinem Sekretär vorlesen. Schwul, Schwuler waren lange lediglich abwertende Bezeichnungen für männliche Homosexuelle. Inzwischen werden sie aber von Homosexuellen häufig als Eigenbezeichnung verwendet, haben dadurch ihren abwertenden Charakter in vielen Kontexten verloren und setzen sich immer stärker im öffentlichen Sprachgebrauch durch. Ja, also von daher, schwul sein ist cool. Und deswegen gehen wir jetzt mal kurz in die South Park-Folge, die schon seit 100.000 Jahren immer mal anteaser und sage, und ich soll es doch bitte mal zeigen. Ich hoffe, wir kriegen kein Copyright-Dings, wie bei der letzten von was war das denn? Ah ja, von Böhmermann, da wurde auch was gestrikt und da musste ich so Sachen aus der aktuellen Show rauscutten, also die letzte Show, die aktuelle, musste ich Sachen rauscutten, vielleicht kam da der Kontext auch noch ein bisschen durcheinander, aber auf dem Podcast, Spotify, iTunes und Deezer und was es immer noch für verteufelte Plattformen gibt aus euren Radiogerät, da ist es komplett ungeschnitten. Also wer sich dafür nochmal interessiert, da kann er nochmal reinhören oder auch kann es auch sein lassen und kommentiert einfach nochmal schön drunter und lässt ein Like da. Und wir gehen jetzt in die South Park-Folge rein. In dieser South Park-Folge geht es einfach darum, dass Biker als Schwuchteln beleidigt werden. Und die regen sich dann auf, hey, wir sind keine Schwuchteln. Und das wird wunderschön erklärt. Komm, wir gehen jetzt mal rein. Hier wird jetzt gefragt. Die vier Jungs, wir kennen sie alle, stehen vor Gericht und die werden zu diesen Äußerungen befragt. Komm, wir gucken mal rein. Wir versuchen durchaus eure Interpretation zu verstehen. Wieso glaubt ihr, es wäre in Ordnung, heutzutage Schwule immer noch als Schwuchteln zu bezeichnen? Wir meinen damit gar nicht homosexuelle Schwule. Schwule sind nicht automatisch Schwuchteln. Eine Menge Schwuchteln sind nicht schwul. Nun, ich bin zufällig schwul. Heißt das, ich bin eine Schwuchtel? Fahren Sie eine laute Harley und gehen damit von morgens bis abends anderen auf die Nerven? Nein. Dann sind sie keine Schwuchtel. Genau. Und was ist, wenn jemand schwul ist und eine Harley fährt? Dann ist er eine schwule Schwuchtel. Was ist daran so schwer? Ja, keine Ahnung. Das ist unerschön. Das ist richtig schwul. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Auto. Sie stehen an der Ampel und wollen links abbiegen. Es wird grün und Sie wollen Gas geben. Doch der Gegenverkehr fährt einfach weiter. Und als es fast schon wieder rot ist, fährt auch noch ein BMW drüber und Sie müssen stehen bleiben. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Schwuchtel. Genau. Denn man meint nicht, oh, der steht auf Männer. Nein, sie denken, was für ein Ego-Wichser. Genau wie die Harley-Fahrer. Genau. Das ist auf kuriose Weise doch ziemlich einleuchtend. Ja, sehr einleuchtend. Also deswegen können wir auch überall Gay sagen. Wollte ich jetzt auch so. Also ich verstehe South Park komplett, auch wenn sie immer sehr mit ihrem Humor angrenzen, anecken. Aber sie haben einfach recht. Das zeigt einfach mal, wir nehmen alles viel zu ernst. Und ich weiß nicht, wenn man im Internet ist und sowieso sehr oft Leuten einen Finger zeigt und sie voll labert und also jetzt Kuchen auch und auch die große Klappe hat. Und meine Güte, dann extra nochmal schwul da mit reinzuziehen. Gut, Bastard verstehe ich komplett, dass das nicht im Video sein sollte, aber Pussy! So, wir gehen weiter. Wir gehen einfach mal weiter in das Thema. Oh, jetzt gibt's mal wieder was mit Fitness. Es geht wieder um Brüste. Also um Fitnessbrüste. So, die Frau, die Ritzkis, die zwei, da hat sich, Conny war die Mami und, oh, ich weiß schon wieder nicht mehr, wie die Tochter von ihr hieß. Meine Güte, ich bin aber auch raus. Was stimmt denn mit mir überhaupt nicht? Was geht sich das an? Auf jeden Fall die Tochter von der Cornelia, von der Conny. Mir wird es bestimmt gleich wieder einfallen. Wir sehen jetzt erstmal hier meine Brust-OP Teil 1. Celine. So, Mann, bin ich ein guter Fuchs. Ich bin ja total vorbereitet. So, die Brust-OP 1, die ist jetzt schon wieder 3 Wochen gefühlt her. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Die Möpse werden auch noch wunderbar begutachtet. Also jetzt nicht von uns, auch von der Mami. Das ist halt trotzdem die Hälfte weniger und noch weniger als bei mir. Also das ist halt wirklich. Aber der Arzt mag es halt sehr, sehr natürlich, was ich halt positiv finde. Und positiv, dass er jetzt hier nochmal reinkam und wirklich, wirklich und hier nochmal gezeigt hat und so. Das, sowas ist schon, spricht für den Arzt. Also es ist ja, auf jeden Fall. So gute Ärzte, die mal nochmal nachfragen und so, hat man ja sehr selten. Aber mich wundert es, warum es so viele Dislikes gibt. Ich glaube, das ging jetzt wieder hier. Ach ja, ich weiß es wieder. Es ist wieder diese Missgönnerhaftigkeit.
Celine wollte sich halt die Brüste machen lassen, da sie jetzt sie ihre zu klein findet. Und ja, dann kennt man das ja. Hey, Schönheits-OPs, wissen wir ja, ja. Es gibt auch viele gute Kommentare. Manche müssen auch mitweinen, dass einfach schön ist halt, dass das jemand halt so eingesteht, sagen wir es mal so. Aber die ganzen Dislikes, okay, ich weiß nicht, ob sowas gelöscht wurde. Ist ja auch schon länger drauf. Gut, so sinnlos Hate muss man ja auch nicht drauf stehen lassen. So, dann gehen wir jetzt mal nochmal in den Teil 2. Da wurde sie operiert. Schon? Direkt nach der OP. Weil sie ein bisschen verklatscht. Also, ich weiß, dass ich das gemacht habe. Auch was ich dazu geschrieben habe. Einer hat geschrieben, Bein gebrochen beim Lesen. Weil das so komisch war. Hier. Bin vor 2 Stunden, das war direkt am Aufwachen. Bin noch todesbenommen und Schmerzmittel kicken derbe, aber hello, hab's überstanden. Hä? Hello. Ich wollte das als komplett normale Story von ihr anerkennen, da ich das ja nicht so oft schaue. Also die Storys gar nicht. Ich glaube, die hatten uns auch mal. Die Storys. Darfst du gar nicht mehr verlinken und so. Es ist, Frau, liebe Ritzkis, es ist kein Hate, es ist gar nichts, es ist einfach nur Blödgelaber von mir. Ich schätze euch sehr. Und ich finde es auch gut, dass ihr sowas auch zeigt und dass ihr Mädels auch Mut macht, natürlich, dass Brust-OP, dass es total natürlich ist. Also hier ist viel Gedrolle. Ich gebe euch auch natürlich ein Like. So, hat's wieder eingeschleimt. Auf jeden Fall sieht jetzt die Mama das allererste Mal Celine ihre Dinger. Das ist ein Moment. Der gefällt mir. Habe ich das schon geliked? Moment, ich muss das auch liken. Ja, zum Beispiel das Video gibt's wieder ordentlich Likes. Da ist kein Hate dabei, gar nichts dabei. Sieht so krass gut aus. Was für ein schönes Dekolleté. Zeig mal bitte. Sind die super? Sind die sehen voll gut aus. Kaffee? Noch nicht. Ja. Geil. Das ist mein Kopf. Ja, mach Luki Luki. Die sehen so gut aus, Celine. Krass. Das sieht so toll aus. Geil. Und auch alle. Oh ja, die sehen gut aus. Ah, zeig das mal hier. Das ja. Zeig mal das. Platz. Zeig mal. Was zeig das doch da mal. Jemand mit Gut, das sieht. Ich bin begeistert. Ich stelle mir jetzt natürlich vor, wenn man jetzt eine Penisverlängerung machen würde und mit seinem Vater vorm Spiegel sitzen würde und der würde dann dasselbe. Oder das sieht sowas. Und da guckt er die ganze Zeit auf und schaut, der sieht sowas von. Guck mal, wie lang. Und die Aderung von deinem Schaft und die Eichel, die haben die ja perfekt hin. Das ist schwul. Das ist schwul. Okay, nee, wir lassen dieses Thema. Wir gehen lieber gleich weiter. Also alles Gute an die neuen Brüste. Auch für Selbstwertgefühl. Klasse, finde ich gut. Auch mal ordentlicher YouTube-Content jetzt allgemein. Ihr deckt ja sowieso so alles auf, so was in eurem Leben euch bewegt. Und das finde ich auch sehr seriös und gut gemacht. Nicht so wie andere Themen, Fitnessbereiche, die sowieso nur von Firmen irgendwie gekauft sind und da euch immer was in den Kopf reingeschmettert wird. Kauft Kreatin, Leute, kauft Kreatin. Macht Kreatinkuren, 20 Gramm an einen Tag und in Arsch. Da wisst ihr, wo es hingeht, wie es schmeckt. So, oh boah, ja, so kommen wir. Oh, ich weiß es nicht. Warte mal, wir müssen mal gucken, was wir jetzt als nächstes für Themen nehmen. Wir nehmen das CBD-Thema, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, wir nehmen das CBD-Thema. Und zwar, Moment, wir gehen mal rüber. Gab es bei SEC, die ja mit, ich glaube, so wie ich es in Erinnerung hatte, mit so einer der ersten Firma, die mit CBD so gehandelt haben und sie vertrieben haben. Und da gab es jetzt Ärger, da die Pharma-Lobby so ein bisschen so sagt, hey, komm, wie es ausschaut, haben die Bock daraus, ein medizinisches Produkt zu machen. Also das in der Apotheke und so zu vertreiben. Da es unter anderem sein kann, dass ja THC bald legal wird und CBD ist ja von THC, von der Pflanze da, bla, und so. Ach, googelt's einfach, wenn ihr euch genau... Ich interessiert euch eh nicht dafür, ihr interessiert euch eh nur, was ich für Müll erzähle. Und wir gehen jetzt mal rein. Dann der Matthias erzählt mal so, was so passiert ist und ja, ich lasse ihn einfach reden. Mann, da halte ich auch mal die Fresse. Ich weiß doch, wie das hier ist. Dass sie so einen Druck ausüben, dass sie ohne Grund, komplett ohne Grund, in mein Privathaus eindringen wollen, wo ja kein CBD liegen kann, weil ich habe ein 3000 Quadratmeter Lager. Jedes CBD bei uns ist gebucht im Einkauf, im System. Oh, es geht gleich weiter. Guter Tippgeber. Ich kann euch nur sagen, ich verkaufe es seit 2018. Ich hatte es als Nahrungsergänzungsmittel mit einer Lizenz. Die haben sie grundlos weggenommen. Und dann musste ich auch in die Grauzone gehen. Dann war ich in der ersten Grauzone. Die haben eine Kleinigkeit gefunden. Wir haben es getribbelt. Jetzt haben sie wieder eine Kleinigkeit.
Also die haben was gefunden gehabt, dann haben sie es getrippelt. Das meinte Matthias mit, die haben dann halt die Verpackung ein bisschen umdeklariert, ein bisschen anders gemacht, dass es dann wieder juristisch gesehen wieder okay war. Dann kam die Ware quasi wieder frei und dann konnten sie es wieder normal vertreiben. So, das war mit getrippelt gemeint. Ich hätte gefunden, die wir jetzt wieder trippeln. Also ich schaffe es juristisch bald wieder CD aus Deutschland zu verkaufen, aber ich werde es nicht mehr tun, weil ich kann nicht mehr jetzt meinen Mitarbeitern da zumuten. So, das CBD, wie er, Matthias hat sofort, hat er auch ein, jetzt ich zitiere es einfach, auch einen Tipp zugegeben oder so erzählt, dass er halt seinen Partner, von dem er das CBD bezieht, ich weiß nicht aus welchem Land, die verschicken das dann nach Deutschland. So ganz doof jetzt gesagt. Weil der Aufwand einfach zu krass ist, weil der Staat hier permanent an das CBD ran will. Es ist traurig. Ich muss sagen, CBD wirkt bei mir auf jeden Fall. Vor allem gegen meine Allergie, gegen meinen Heuschnupfen und so. Ich bin gegen Gräser echt ekelhaft allergisch und das lindert schon stark, wenn ich da hier so Liquid rauche oder so. Mir bringt das auf jeden Fall was. Auch Ashwagandha kann auch entzündungshemmend und so. Müsst ihr mal testen, ob es euch was bringt. Ich weiß es nicht. Wenn ihr früher mal einen Joint geraucht habt und wartet schon von 2 Zügen knallhart dicht, mit, dann sind eure Rezeptoren perfekt dafür. Dann könnte es vielleicht funktionieren. Nur zurzeit bekommt man halt wirklich kein CBD so ran. Also ich weiß nicht, wenn ich es bei Amazon und so andere Firmen so sehe, da steht zwar meistens CBD drauf, aber ihr müsst dann nochmal an die Verpackung gucken, ob das nicht das Öl ist, Hanfsamenöl oder was sie da, was hat, irgendwas mit Samenextrakteöl, das ist kein CBD, da muss Cannabinoid oder so draufstehen. Das müsst ihr mal nachgucken, ob das dann auch draufsteht, weil oftmals ist es so, dass einfach CBD eingegeben wird und dann kommt dann so ein Ölkack. Also es ist kein CBD, das wirkt jetzt auf keinen Fall, würde ich jetzt behaupten. Aber ihr könnt ja selber mal testen. Vielleicht hat der ein oder andere es schon getestet. Also ich muss sagen, ich hatte von GN CBD gehabt, das hat gewirkt, und von SEC. Von GN, die hatten irgendwas Kurkumin oder so, glaube ich, beigemischt. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das hat aber so einen leichten Brenneffekt gehabt. Jetzt nicht, ich habe es mir nicht anal eingeführt, jetzt falls ihr das wieder, ja, wisst ihr Bescheid. Es war oral eingeführt und das fand ich dann halt nicht so gut, aber es hat auch gewirkt gehabt. Ich weiß auch nicht, ob GN da jetzt noch was vertreibt oder so. Ihr müsst mal gucken. Also kauft beim Händler eures Vertrauens, wenn es das wieder gibt. So, wir gehen mal weiter. Also das Wort der Razzia, du bist halt so ein kleiner Mitarbeiter. Oh, ich muss gleich kotzen. Moment, ich trenne gleich. Okay, könnt ihr nochmal abwehren, natürlich. So ein kleiner Mitarbeiter und auf einmal kommt dann so, das weiß ich nicht, SEK oder irgendwas kam dann rein und hat die ganze Ware beschlagnahmt. Denkst du als Mitarbeiter, oh mein Gott, in was für ein Drogenbordell arbeite ich denn hier? Und das versucht jetzt Matthias natürlich auch zu schützen. Der hat da keinen Bock drauf, dass seine Mitarbeiter da einen seelischen Klatsch kriegen. Zumuten, dass da jedes Mal ein Razzia ist, die beängstigend ist für die Mitarbeiter. Und ich habe auch Nachbarn da und mein Ruf hier in Saarburg ist eigentlich gut, aber natürlich habe ich hier mir auch früher mal Federn gelassen, sage ich mal. Und wenn dann ständig solche Razzien sind, und zum Glück ist mein Lager geheim, das sieht nicht gut aus. Man will halt ganz klar einfach so da jemanden als Kriminell hinstellen, dass er aufhört. Und die werden halt auch in Shops einreiten, die in Städten sind. Und also wenn ihr das 4-5 Mal durchgemacht habt, dass die Nachbarschaft gesehen hat, dass sie bei euch einreiten, wird euch das zum Aufgeben zwingen. Wir haben auch schon sehr viele geschrieben, dass sie aufgegeben haben. Also die Pharma-Lobby und der Staat erreicht da sein Ziel. So, das ist... Ja, also ich kotze schon im Strahl als CBD-Jünger, sagen wir es mal so. Ich habe aber zum Glück einiges an Reserve vorbestellt. Von daher, danke für die Rabattcodes. Ich bin nämlich ein Rabatthaschler, ein Rabattfuchs. Ich warte immer und dann schlage ich zu. Dann schlage ich zu wieder. Wie hier schlage ich dann einfach von der Seite zu. Alter, so weiter geht's. Wie gesagt, ich bin gar kein Verschwörungstheoretiker. Gar keiner. Aber dieser Sache ist das für mich keine Verschwörungstheorie mehr. Sondern wenn ihr alles sehen würdet, was ich irgendwann veröffentliche, wenn die Anwälte das geklärt haben, dann werdet ihr sehen, das ist einfach Unterdrückung von CBD. Ich sage euch jetzt meine Vermutung, weil gerade die Legalisierung von THC im Gange ist, bin ich der Meinung, dass der Staat THC legalisieren will, es dann über Apotheken oder über Systeme verkaufen wird, wo der Staat mitverdient. Ja gut, habe ich ja am Anfang schon gesagt, das habe ich auch aus Matthias jetzt hier zitiert, dass es nicht so lang wird. Ich lasse jetzt nochmal die letzten 3 Dingers durchlaufen von Matthias. Tausende von Euro weggeworfene Ware oder undeklarierbare Ware. Das wäre im Fall jetzt so, die jetzt beschlagnahmt ist, auf dem Lager liegt.
Ich glaube, es waren so 20.000, 30.000 Euro an CBD, was beschlagnahmt wurde, was sie jetzt wieder freikämpfen. Und dann überlegen sie halt, was sie damit machen, ob sie das jetzt dann nochmal hier in Deutschland ausvertreiben oder ob sie es dann direkt dann halt vom Ausland in das wieder ins Inland einführen quasi und so habe ich es jetzt verstanden und dann wieder normal verkaufen, das, weil dann der Staat da halt nicht drankommt. So habe ich es verstanden. Gewinnt der Anwalt die, weil er hat es tot gedacht. Er sagt, wir gewinnen das, dann wird die wieder freigeben und ich kann die wieder verkaufen. Mit dem Ziel, dass so, mit dem Ziel wiederkommen. Also werden wir die entweder lassen, den Fall, oder freigeben und deklarieren und ins Ausland bringen. So. Genau. Wie soll ich euch noch einen Tipp geben? Ich will jetzt nicht angeben, aber ich bin wirklich in dieser Eiweißszene und dieser Name. So. Echt, was Anwälte angeht, ein Motherfucker. Ja, ich habe mittlerweile 9 Anwälte, die verschiedene Sachen für mich machen. Und wenn ich da schon sage, ich kann es aus Deutschland nicht mehr machen und tragen, welchen Tipp soll ich da noch kleinen Shops geben? Das sieht echt übel. Ja, die kleinen Shops, die wieder um die Existenz und so alles, ja, ob da auch das CBD-Lege ordentlich ist, weiß man ja auch wieder nicht, aber ja, da bist du am Arsch als kleiner Shop, sowieso als kleiner, ja, als größere Firma, ja. Drücken wir mal die Daumen, dass das CBD so wieder nach Deutschland kommt, weil ich habe auch keinen Bock hier so Pharma-Lobby und Co. auf das Geld in den Arsch zu stecken, weil ich finde es ein gutes Produkt. Könnt ihr gerne mal Erfahrungswerte drunter schreiben. Wenn es euch nicht hilft, dann hilft es euch halt nicht. Dann schreibt es gerne drunter. Es gibt immer so Meinungen, die da extrem krass auseinanderdriften. Mit CBD ist auch mit Ashwagandha zum Beispiel so. Eine Kumpelin von mir, die wird zum Beispiel, die fühlt sich auf Ashwagandha total, die wird total high. Die fühlt sich da wie weggeschossen. Aber beruhigt. Könnt ihr ja auch mal gucken, was der Mist macht. Ich hatte ja früher immer viel mit Ashwagandha geworben. Kauft Ashwagandha. Kaufen. Finde ich auch gut, aber gibt es zurzeit überhaupt nicht. Deswegen braucht ihr auch nicht gucken. Also ihr braucht auch nicht hier Flexi 10 irgendwo eingeben. Denn wir haben niemanden. Wir sind total alleine. Und deswegen gehen wir auch wieder in ein anderes Video rein. Moment, ich will mal gucken, in welches Video wir reingehen. Nee, da gehen wir nicht rein. Komm. Nee, warte. Wollen wir Bodybuilding machen? Nein, wir wollen. Komm, wir gehen mal zu Iron Mike mal wieder rüber, hat man lange nicht gehabt. Moment, ich muss mal abtrennen. So, gibt auch ein Like. So, der Iron Mike, der hat hier, was hältst du davon? Coach, Transgender, Gym Hopper, bla bla bla. Aber es geht mir hauptsächlich um das Thema Trans zu dem Gender. Und da hat der Simon Teichmann auch wieder was rausgehauen. Hier geht's auch hauptsächlich darum, dass es eigentlich ach komm, wir spielen's mal ab, dann rede ich kurz dazu und dann können wir mal uns an, was der Mike sagt. Jetzt an weiblichen Veranstaltungen teilnehmen und da halt auch alles abreißen so und erster Platz werden und sowas. Und die Frauen, das ist halt immer so ein kontroverses Thema. Die Frauen beschweren sich dann natürlich manchmal und manche sind der Meinung, die sollten da nicht mitmachen dürfen. Manche finden es okay. Es ist halt ein schwieriges Thema und deswegen die Frage an dich. Ja, man muss... Ich finde es verdammt unfair, wenn man als Mann, biologischer Mann, sagt, ich bin jetzt eine Frau, ob es ist oder nicht. Biologisch gesehen ist er es nicht, deswegen nein. Wenn er sich im Kopf wie ein Transgender fühlt, Gehirnströme ist egal. Also wenn er sich so fühlt, dass er eine andere Frau, dass er eine Frau ist, eine Frau, ein Mann, eine Frau, dann ist das legitim meiner Sache aus. Ist es voll okay. Aber biologisch gesehen hast du einfach du hast einen Männerkörper. Das ist wie wenn ich mich in einen Maserati setze und habe einen Fotzenkörper. Das Auto macht alles. Also mein Körper macht alles. Von daher, ich akzeptiere es 100%, aber nicht in irgendwelchen Sportarten. Auf keinen Fall. Finde ich unfair. Wir lassen mal Mike reden. Ich finde halt schon, also erstens mal, also dass sowas völlig in Ordnung ist und wir nicht so Idioten sind, die sowas scheiße finden oder so. Das sind Scheiße. Das steht ja völlig außer Frage. Und jeder soll das machen, womit er sich wohlfühlt, alles cool. Aber ich persönlich finde rein, also jetzt im Bodybuilding-Sport aus hormoneller Sicht, ergeben sich viel zu viel körperliche Vorteile dadurch. Sag das auch. Und auch im Kampfsport brauchen wir gar nicht reden. Rein, also du kannst dich umoperieren, du kannst machen, was du möchtest, du kannst dich hormonell behandeln lassen, aber du wirst krafttechnisch immer einen Vorteil haben. Und ich würde es lustig finden, wenn jetzt eine Frau sich als Mann fühlt und dann in dem Bodybuilding sich auf die Männerbühne stellt. Das wäre auch mal, gab es sowas vielleicht schon? Oder in irgendeiner anderen Sportart? Gab's das schon mal? Also mit Transgender? Komm, wir lassen Mike, warte mal, lass mal Mike noch ein Stück reden. Komm, der hat das verdient, der hat mal Sendezeit verdient. Jetzt meine Meinung, wie gesagt, jeder soll da machen, was er möchte, aber ich persönlich würde das
schwierig empfinden, zuzulassen. Also ich glaube, rein vom Regelwerk ist das eigentlich gar nicht vereinbar, weil es ist einfach ein zu starker Vorteil, der von Anfang an da ist. Ja. Da interessiert mich aber eure Meinung, weil hier muss man ja den Spagat schaffen. Jeder soll die Freiheit haben, quasi sich so auszuleben, wie er möchte. Das ist in Ordnung. Aber Transphysik macht eine Klasse Transphysik. Ich meine, es wird sowieso immer alles gegründet. Bikini, Odeuvre, Baguette, Physik und was es da auch noch anderes gibt an Unterkategorien, was ich jetzt schon nicht mehr als Unterkategorie sehe, sondern als High-Premium-Kategorie. Die Unterkategorie sind eigentlich die fetten Biester. Weiß, will keiner mehr schauen. Ist ja so. Bist du zu muskulös, interessiert keinen mehr. Dadurch Insta und Co., die ganze Welt hat sich jetzt gedreht und alle wollen so ein Surfer-Body, Surfer-Style-mäßig haben. Und ja, hier schreibt auch einer Transgender eigene Klasse. Großen Dank dafür, dass du die nervige und lange Intro und Outro nicht mehr was? So ist es doch angenehmer zuzuhören. Sag mal, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist doch keine Kritik. Das ist ja Scheiße. Das ist ja Hass. Das ist ja Mike hier. Komm, Mike, sag das doch einfach. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau! Oh ja, so. Nee, Quatsch. Kein natürlich Hate. Sehr interessant. Gerne mehr solche Videos. Fitnesscoach und Paartherapeut. Was will man mehr? Ja. Auf jeden Fall ein schönes, starkes Video. Und da gehen wir jetzt zu einem anderen schönen, starken Mann. Der hat sich nämlich etwas angeguckt von den Öffentlich-Rechtlichen. Auf Klo heißt das. Mann gleich Frau. Was sagen die Öffentlich-Rechtlichen? So, jetzt hätte ich schon wieder fast Matthias gesagt. Simon. Der Body IP Crew Oberhäuptling Guru Schlägstich, alles kann er ja und macht ja auch wunderschön, wie er auch da sitzt. Er sitzt einfach wunderschön da und das Handy da im Hintergrund einwandfrei hingelegt. Ich glaube, das war sehr bewusst. Und wir gehen einfach mal rein. Ich würde einfach sagen, wisst ihr was? Ich fühle mich als Frau. Und das ist okay, Simon, das akzeptiere ich bei dir. Du siehst nicht so aus, aber ist okay. Und in der Politik ist es wirklich so, ich werde auch gleich ein Beispiel aus der Politik nennen, man müsste es mir eigentlich dann zugestehen. Ich fühle mich als Frau, Punkt. So. Das ist okay. Und jetzt würden vielleicht einige sagen, ja, aber Simon, Moment mal, du trägst doch keine Kleider, du hast keine langen Haare, du sprichst ja eher wie ein Mann. Dann könnte man wiederum sagen, Moment, ich fühle mich als Frau, aber als feministische Frau, die diese typischen Frauenrollenbilder nicht annehmen möchte. Und was? Er soll bitte bei South Park hinschreiben, das als Skript verwenden. Das ist richtig geil. Wenn es schon so eine Folge in den neueren Staffeln gibt, tut's mir leid, dann hab ich's noch nicht gesehen. Ich bin da immer ein bisschen hinterher. Ich bin hängen geblieben. Hey. Ja, auf jeden Fall meint er jetzt damit, dass dann wegen Knast, dass ich dann sagen kann, als Mann, hey, ich bin in den Frauenknast. Da ich mich ja als Frau fühle, auch wenn ich nicht so aussehe. So, jetzt nochmal ganz kurz. Was sagt man da? Ich sage einfach nur, es ist ganz, ganz schwierig, einfach zu sagen, wisst ihr was, ich fühle mich als Frau. Es gab jetzt auch irgendwie, ich glaube, in Göttingen oder diesen Vorfall, da es gibt eine Badekleideordnung im Hallenbad. Geil. Und da war eine Frau. Es war eine Frau, die... Ich finde das geil. So oft wie ihr Frau erwähnt, hört sich das schon sehr abwertend wieder an. Die wollte sich obenrum nicht bedecken. Und man hat sie dann... Ich möchte jetzt erstmal wissen, was war das jetzt für eine Frau? Weil das ist nämlich sehr wichtig, auch fürs nächste Thema. War das eine hübsche Frau, eine richtig heiße Frau oder war das eine fettleibige Frau? So, das möchte ich jetzt wissen. Also das ist sehr wichtig, was es für eine Frau war, denn danach müsste man auch entscheiden dürfen. So, wir gehen mal rein. Sie dann sozusagen, man hat ihr Hausverbot gegeben und sie hat dagegen geklagt. Sie hat gesagt, nö, sie fühlt sich nicht als Frau. So, aber sie ist nun mal eine Frau. Und wenn die Badeordnung so ist, das meine ich halt mit biologisch. Und auch wenn sie sich vielleicht nicht als Frau fühlt, sie ist eine Frau. Und jetzt eben, sie ist eine Frau. Genau so ist es. Kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, warum das auch unglaublich wichtig, ob sie eine heiße Frau ist, Simon. Du hast diese Themenwelt nicht verstanden. Unglaublich viel mit dem Sport zu tun hat. Wenn man, und hier gibt es auch Fälle, ich könnte ja auch, und da gibt es Fälle, es gibt zum Beispiel diese Fälle von Schwimmern. Da gibt es einen ganz, ganz bekannten Fall. Irgendwie ein Schwimmer bei Männern im Schwimmen war er nie jetzt absolute Spitze. Wunderschön. Hat dann sozusagen sich umoperieren lassen, hat dann gesagt, ich bin jetzt eine Frau. Bei den Frauen wurde er dann irgendwie, hat irgendwie die Siege geholt und so weiter. Weil Männer und Frauen sich unterscheiden. Auch ist das Beschiss? Das ist doch Beschiss. Das ist wie, wenn ich jetzt Autorennen veranstalte und dann darf jetzt nur, weiß ich nicht, ein Ford mitmachen und ein Opel. Also nur die zwei Teams.
Und dann kommt dann irgendein, weiß ich nicht, ein Porsche, ein Bugatti oder sonst was und tritt mit an und darf da auch mitfahren. Das ist Beschiss, verdammte Scheiße. Es ist Beschiss. Es ist Beschiss. So, gucken wir mal, was wir noch haben. Haben wir noch mehr Beschiss von den... Oh ja, wir haben noch ein bisschen Transgender-Schiss. So, und genau aus dem Grund, weil ja Männer und Frauen unterschiedlich sind. So, und dann gibt es einen Frauenplatz und dann besetzt man diesen Platz mit jemandem, der einfach sagt... Ach ja, jetzt geht's hier um Arbeit. Also um Frauenquote und Plätze. Es ist ein Mann. Punkt. Es ist ein Mann, der sagt, ich fühle mich als Frau. Und der trägt dann lange Haare und Kleider und so weiter. Es ist ein Mann. Ja, also das ist eigentlich auch geil. Könnte man eigentlich im Betrieb sagen, hey, Frauenquote, okay. Frauen können ja, kriegen ja Kinder und so. Die haben ja eine Ausfallquote von da und Monaten und Mutterschutz. Und lass uns doch einfach einen Mann einstellen, der sich als Frau fühlt. Und erzählt dann als Frau. Ist dann die Frauenquote, ist das nicht auch irgendwie unfair gegenüber von Frauen? Also, dann müssen auch die Feministinnen müssen doch jetzt ausrasten. Die müssen sich doch jetzt alle Zähne rausziehen. Ich möchte damit auch niemanden angreifen, aber in diesem Falle ist es ein Mann, der auch nicht möchte, dass irgendwie das psychologisch untersucht wird, der sich nicht Okay, wir haben es jetzt, denke ich mal, so verstanden, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Es geht nicht gegen die Personen, die sich als Frau fühlen und ein Mann sind und sonst irgendwas. Es geht einfach nur um das Recht. Es ist einfach biologisch so ist. Und wenn du, wie gesagt, das so fühlst, dann ist das völlig legitim. Ich akzeptiere jeden Menschen so, wie er ist. Auch was er für Neigung hat, was er nicht für Neigung hat, wie er halt ist. So. Punkt aus. Aber es ist halt unfair gegenüber, wenn Männer vor allem im Frauensport reingehen und andersrum würde wieder keiner was sagen. Weil die Frau, die sich dann als Mann fühlt, würde abscheißen. Wir müssten das einfach mal machen. Frauen jetzt in die Männersportarten rein, beim Fußball und so, und dann wieder gemixt und dann schauen wir einfach mal. Weil es den Mädels dann keinen Vorteil bringt, wird sich eine Frau dann niemals bei dem, die sich so fühlt, in einer Männersportart-Welt zurechtfinden und sich da auch niemals antreten. Wäre ja Schwachsinn. Deswegen. So, dann gehen wir jetzt nochmal zum Coach Mike. Wir hören da mal rein. Ich weiß schon gar nicht mehr das Thema. Ich bin schon wieder so durchgegendert worden letzte Nacht. Tut mir leid. Nächste Frage. Was hältst du davon, Coach, wenn man seit vielen Jahren stofft, aber es vor seinem Partner oder seinen Eltern geheim hält? Da muss ich sagen, wenn man seit vielen Jahren stofft, dann sollte man das auch natürlich sehen, diesen Medikamentenmissbrauch. Da die meisten ja sowieso sich das Zeug reinfeuern, ob es jetzt Placebo ist oder nicht, ist ja dahingestellt, ist ja egal. Wie wir wissen, die meisten Gymathleten, die da hingehen mit Stoff, sehen entweder nach Wurst aus, sehen scheiße aus oder sie nehmen Stoff und man sieht nichts, okay. Aber ich gehe jetzt davon aus, wenn man das jetzt jahrelang nimmt und schon ein bisschen Plan hat davon und es meinen Partner nicht mitbekommt, dann ist er eine dumme Sau. Eine richtig dumme Sau. Ich finde, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also okay. Partner und Eltern. Ja, Eltern, also wenn man jetzt mit alt genug ist und einen Partner hat, dann vor dem Partner halt. Ne? Aber wenn man, es gibt ja auch junge Leute, die keinen Partner haben, die dann vielleicht noch zu Hause wohnen, aber es vor den Eltern geheim halten. Ach so. Du kannst gerne die Oh, ich glaube, Eltern sind da überhaupt gar nicht in dem Thema drin. Die sehen sowieso nur das Gute in einen. Also die meisten Eltern sehen das. Egal, selbst wenn man Schwerverbrecher ist und sonst was gemacht hat, die Eltern halten immer zu einen. Das kann er nicht getan haben. Das kann er nicht getan haben. Was? Enthauptung auf diesem Video? Das ist gestellt. Die Frage in zwei Antworten aufteilen, okay, wenn du möchtest. Okay, vor dem Partner ist meiner Meinung nach gar nicht möglich. Zumindest nicht, wenn man eine sehr offene und wirklich sehr innige Beziehung führt. Damit meine ich zum einen klar, dass man zusammen wohnt. Aber auch wenn nicht, meine ich damit auch auf emotionaler Basis eine sehr offene und innige Beziehung, die man führt. Ja gut, wenn man auf Trenn ist, wird sich ja getrennt. Also hat man ja eigentlich gar keinen Partner. Ah, das ist alles zu schwierig, diese Themen. Ah, so, wir sind jetzt schon wieder... Oh, scheiße, ich wollte eigentlich nur 30-Minuten-Shows machen, aber ich habe das Thema von letzter Woche euch noch versprochen. Oh, nee, das will ich aber zeigen. Nee, das muss ich jetzt... Das zeige ich euch heute noch. Also eigentlich sollte es eine kürzere Show werden. Aber komm, wir hauen ja nochmal ein paar Minütchen drauf. So, komm. Es geht nämlich eine Lehrerin missbraucht ihren 12-jährigen Schüler. Der Fall Mary Kay. So, da geht es nämlich um eine Lehrerin, die ihren Schüler schöne Augen gemacht hat.
Und dann geht es jetzt nämlich wieder darum, war sie heiß oder war sie nicht heiß. Und dann kommen wir nämlich zum nächsten South Park-Beispiel. Sonst hätte ich es jetzt in eine zweite Show gepackt. Aber dafür gibt es jetzt... Nee, mache ich nicht. Ich habe keinen Bock. So, komm, ich geh mal rein. Bundesstaat Washington, 1996. Eine Lehrerin missbraucht ihren Schüler. Sie ist 34, er 12 Jahre alt. Ein Fall, der die amerikanische Gesellschaft erschüttert. Die Menschen hatten schon davon gehört, dass Lehrer Schülerinnen missbrauchen. Doch in diesem Fall war es eine Lehrerin, die einen Jungen missbrauchte. Deswegen hat diese Geschichte sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. So, sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Da gehen wir jetzt mal weiter rein. Dass es gesellschaftliche Fehlannahmen gibt, wie dass kleine Jungen sich wünschen würden, von Frauen missbraucht zu werden, oder dass es kleinen Jungen nicht schaden würde, von Frauen missbraucht zu werden. Und diese gravierenden, fürchterlichen Fehlannahmen... Ich weiß, sie ist Psychologin und hat übelst was drauf. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir meine heiße Lehrerin aus dem Sportunterricht mal angefasst hätte oder so, ich hätte damit jetzt nicht so Probleme gehabt. Also, psychologisch auf jeden Fall. Ja, ich bin sowieso geisteskrank, das wisst ja jeder hier. Meine persönliche Meinung, ich habe damit kein Problem. Also, die hätten mich ruhig alle anfangen, außer die, ja gut, wenn sie dick... Ja, jetzt kommen wir wieder dazu, dass wenn sie nicht attraktiv ist, so. So, und dann kommen wir jetzt mal wieder zu einer South Park-Sache. Kyle, sein kleiner Bruder Ike, die haben das nämlich, South Park hat das natürlich aufgearbeitet, das Thema, und hat sich mal die Geschichte gewidmet. Ist schon eine ältere Folge, aber ist auch eine sehr köstliche Folge. Hallo? Ah! Oh Gott, Entschuldigung, ich suche meinen Bruder. Oh. Ike? Was zum Teufel war das? Ach, was soll's, Ike? Man hat uns ertappt. Warte noch, bitte, du verstehst das nicht. Tatsache? Was gibt's da falsch zu verstehen? Dein Bruder und ich, wir lieben uns. Oh. Er ist etwas jung, finden Sie nicht? Oh. Ike ist sehr reif für sein Alter und das weißt du auch. Ringe, ringe, reihe. Ringe, ringe, reihe. Okay, ihr habt das jetzt verstanden. Okay, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Wir gehen mal weiter in die Folge rein. Jetzt geht es nämlich darum, wenn man Wendy, ich sag nur Wendy, also sagt hätte jetzt einfach mal was dazu. Zu diesem Missbrauch. Entschuldigen Sie, dass das so kommt, aber die Frau Direktor bestand drauf. Was ist denn los? Die Lehrerin steht unter Verdacht, es mit einem Schüler getrieben zu haben. Mit einem Schüler? Aber sie ist eine Frau. Ja, ich weiß. Aber sie ist scharf. Ja. Mann, da schulde ich dir wohl was, Cartman. Ja, deswegen. Sind wir Männer so primitiv, dass wir auf alles, weiß ich nicht, oder? Ich habe damit bei Frauen umgedreht, also wenn es umgedreht ist, ist es absolut letzte ekelhafte Scheiße, die da passieren kann in der Welt. Aber als Mann ist es schon wieder irgendwie, das ist auch so ein Thema. Ich glaube, ich habe psychisch extrem einen an der Klatsche. Aber ich habe einfach mal nachgeguckt, da ich ja so ein Spasti bin, wie sie aussieht. Die Mary J. Leto Baguette, ja. Hab ich gedacht, sie ist aber eine hübsche Frau. Deswegen gab es ja auch die South Park-Folge. Das ist eine nicht so hübsche, sag mal, komm, wir können ja auf den Kanal sagen, wäre es eine hässliche Frau gewesen, hätten sie sich alle empört, die Sau. Die Drecksau, was hat die mit den Jungen gemacht? Ekelhaft. Klar haben sich auch andere Leute da empört, trotzdem, auch weil sie heiß war, aber die Männerwelt wird es sich untereinander so gedacht haben. Geil. Was sage ich jetzt nach außen hin? So, und da gab es dann, hier sieht man zum Beispiel sie und den 12-Jährigen, der jetzt ein erwachsener Mann ist. Und sie ist auch verstorben. Sie war auch mit ihm zusammen. Die haben auch ein Kind gezeugt, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht, warte, wir lesen mal nach. Im März 19 wurde die Beziehung der beiden öffentlichen, als Mary Kay, Ex-Mann, Steve, Liebesbrief der beiden fand. Er zeigte sie an. Wenige Monate später bekam sie sich Kindesmissbrauch schuldig. Die erste gemeinsame Tochter des ungleichen Paars erblickte im Mai 97 das Licht der Welt. Damals wartete Mary Kay noch auf ihren Schuldspruch. Also ja. Hier sieht man die beiden nochmal zusammen. Dann gucken wir mal. Ne, wir gucken nicht weiter. So, sie ist auf jeden Fall verstorben. Und sie waren auseinander. Und er hat sie nochmal am Sterbebett nochmal begleitet. Sie wurde wieder schwanger und bekam im Oktober, okay, Gefängnis, eine zweite Tochter gab es dann. Haftstrafe von 6,5 Jahren, wurden auf 3 Monate Haft und 3 Jahre Therapie geändert. Außerdem durfte Mary Kay wieder wie bla, verbotene Beziehung war das. Um die letzten Wochen mit Mary Kay zu verbringen, zog Willi, also sie hieß er, Fila, zurück zu ihr.
Als der Krebs dann im Juni streute, habe Mary Kay sich verabschiedet. Sie haben miteinander gesprochen. Es ist traurig über den Verlust für die Töchter, aber auch für sich, so der Freund der Familie. Ja, eigentlich ein trauriges Ende. Karl, schade. Ja, aber wie jetzt kann man auch sagen, sie hat ihren den damals 12-Jährigen natürlich abhängig gemacht. Ihn Gefühle natürlich in den Jungen erhoben, dass er sich verliebt hat. Ist ja so, du hast einen Partner und so, da bist du noch ganz lange verliebt und da denkst du immer mal gut hin und zurück, dass sie ihn da beeinflusst hat, weil sonst wären sie bestimmt wahrscheinlich nie zusammengekommen. Weil ein normaler, denkender Mann sucht sich keine alte Frau. Nein. Ab 30 ist es vorbei, dann sucht man sich nach Jüngeren um. Also ich meine jetzt ab 30, wenn die Frau 30 wird, dann sucht man sich nach jüngeren Grashüpfern. So, da, ja, gut, da haben wir das auch mal noch richtig gut rumgerissen, das Thema heute. Oh nee, das will ich nicht sehen. Komm mal, oh nein, das machen wir auch nicht. Oh, wollen wir noch wir gucken noch einen TikTok zur... Oh, das ist ja alles ekelhaft. Oh, was gucken wir denn? Komm, wir gucken noch zwei TikToks, dann verabscheue ich mich natürlich. Ladies first was invented was for the guy to check out. Moment. The only reason the term ladies first was invented was for the guy to check out the women's ass. Ja. Ja. Ladies first, ich guck dir auf den Arsch. Stimmt. Wollte ich so unterschreiben. So, und dann gibt's jetzt noch was Perverses, dann wir uns jetzt... Dort hat ein Mann seinen Penis in eine Hantelscheibe eingeklemmt. Geil. Die Feuerwehr brauchte 3 Stunden, um ihn zu befreien. Schließlich konnten die Feuerwehrmänner die Hantel mit einem Schleifer, einer hydraulischen Schere und einer Vibrationssäge sprengen. Warum und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch offen. Weitere Themen aus Sport und Kultur, jetzt von Daniel. Ja, da hat er einen Penisring mit einer Hantelscheibe verwechselt. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Wird schon ein bisschen länger wieder her sein. Aber bleibt geschmeidig, würde ich behaupten. Falls euch das hier wieder gefallen hat, wie ich natürlich hoffe, ansonsten würdet ihr es ja nicht schauen. Oh Gott, in die Kommentare rein. Lasst ein Like da. Bewertet auf Spotify den Podcast. Und auf iTunes könnt ihr auch was schreiben. Ich habe schon wieder Spaß mit in meinen Händen, in meinen Gelenken. Ich bin raus. Danke für euer Applaus und Zuschauen jede Woche. Ich hab euch alle irgendwie so semi-lieb. Nee, ich hab euch ganz doll lieb. Ich bin raus. Ich, ja, oh, Penispumpen im Sonderangebot. Ich muss weg.